Es ist interessant, wenn man es so auf lange Sicht betrachtet, wie kontinuierlich so eine kleine Alpenrepublik, wenn ich das mal ironisch sagen darf, doch so große nicht nur Filme, sondern auch Filmemacher produziert quasi, und dass die immer so stark vertreten sind auf den Festivals. Der Uli Seidel ist nun nicht ein Unbekannter für die Berlinale, das muss ich auch mal dazu sagen. Alle haben ein paar geschrieben zum ersten Mal, der ist im Wettbewerb, aber der Uli Seidel war im Forum und hatte da mehrere Filme, also so ist es ja nicht. Das ist wie bei Wong Kar-wai, da denken alle, naja, der war ja immer nur in Cannes, was macht er denn jetzt in Berlin? Das stimmt nicht, der hat in Berlin angefangen und dann ging er auf andere Festivals. Und der österreichische Film hat, sage ich mal, die Position wie die Dogma-Bewegung, also völlig anders, aber den Ruf wie damals Dänemark hatte mal und Skandinavien eine Zeit lang, dass dort wirklich sehr interessante Filme herkommen, und das stimmt ja auch. Also Österreich sollte seine Größe dadurch ausspielen, dass er jetzt nicht auf den deutschen Bruder guckt und sagt, du kannst es nicht so gut. Er sollte die Situation des österreichischen Filmschaffens ist so gut, dass der österreichische Film selbstbewusst auf der Welt auftreten kann. Und da muss er nicht einen Vergleich machen mit dem deutschen Film, dem es übrigens auch nicht so schlecht geht, wie man denkt. Da gibt es manchmal eine Delle und dann geht es wieder nach oben. Und im Prinzip stimmt aber alles mit dem deutschen Film, und manchmal hat man halt Glück und gibt erfolgreiche Filme, und dann hat man halt weniger Glück und dann sind sie halt nicht so erfolgreich wie zum Beispiel das Jahr zuvor. Aber ich habe überhaupt gar keine Angst mit dem deutschen Film, ich beobachte das seit 30 Jahren, das geht ganz gut.